Wo baue ich die Kiste jetzt hin? Soll ja optisch auch ganz gut reinpassen. Wo baue ich die Kiste hin? Hier ist alles ganz schlecht. Würde ich ja mal anbieten, weil da halt, ne, der Controller ist. Könnt aber auch reinlaufen und Sachen da reinbringen. Wenn ich die hier hinbauen, muss ich einmal drum rumbauen. Ist auch doof. Ne, ich kann da hinbauen. Ich kann hier lang bauen und das Ganze da hinbauen. Das könnte ich machen. Oder könnte ich die Truhe auch gleich hier vorne hinbauen. Das ist aber auch dann doof. Wenn ich da hinten raus... Ah, baue ich da eine Truhe hin? Baue ich keine Truhe hin? Ach, ich weiß es nicht. Wenn ich das mal wüsste. Außerdem wird es Nacht. Wenn, dann müsste ich die hier hinten hinbauen. Ich die Hacke da wegnehmen und die Kiste hier hinbauen. Dann kann ich auch gleich reinlaufen, das bringt mir auch nichts. Das bringt mir alles nichts. Ach, was soll's. Eigentlich mal ein paar Himbeeren. Die so schön sind. So. Ein paar Erdbeeren. Ein bisschen Spargel. Bringen wir den Spargel jetzt mal rein. So, wir haben hier und der Rest kommt drinnen rein. Warum? So, dann packen wir dann. Die komischen Nachbarn schon, oder? Geh weg! Au! Geh weg, hab ich gesagt. Geh weg! Mistvieh! Ich mach dich platt, ich mach dich tot. Ich muss meine Schuhe bald reparieren. Ja, dann musst du was dagegen. Das kostet wieder Erfahrungspunkte. Das ist ja ätzend. Ich brauch ein paar. Ah ja. Okay. Schuhe reparieren. 1, 2, 3, 4. Schuhe. Ausziehen. Auf. Drei Erfahrungspunkte. Schuhe wieder neu. Einen Helm. Ach ja, einen Helm. Oh, Helm kostet 9 Erfahrungspunkte. Alte Scheiße. Ist das meine Hose? Wo ist meine Hose?
Lego Movie, ne, Freunde? Kennt ihr ja auch. So. Zieh meine Hose aus. Nicht gucken, weggucken, umdrehen. Ich habe meine Hose nicht an. Benehmt euch. Oh, Hose kostet 33 Erfahrungspunkte. Ihr habt doch wohl eine Meise. Wo soll ich jetzt 33 Erfahrungspunkte herkriegen? Nur weil die verzaubert ist? Ey. 33 Erfahrungspunkte für die Hose. Hallo? Ich habe nur noch 12. Ja, dann musst du dir vielleicht eine andere Buchse dir holen. Ich habe doch schon eine andere Buchse. Nehme ich die weg, nehme ich die hier. Shiny Leggings. Die muss ich ja mal reparieren. 33, ihr habt doch wohl eine Meise, wa? Naja. Kopf ist Fässer. Eisenbrustpanzer muss ich auch demnächst machen. Aber das habe ich soweit alles. So, ja. Muss dran denken, die Soße packe ich hier rein. Zum Reparieren. Ach du Scheiße, ey. Ist immer noch Nacht? Na, ihr kommt ja gerade wie gerufen hier. Kann ich wischen. Hier. Auffrischen. Hey, Mr. Andyman. Oh, lass das. Oh, zum Grün her. Lass das. Ich wünsche dir rein. Da liegt eine Enderperle. Meine. Meine Enderperle. So. So, wir haben noch 20 Minuten für heute. Denk mal, das reicht dann. Wir haben uns vorgenommen, für Sonntag einen ziemlich langen Minecraft-Stream zu machen mit einigen Pausen. Aber aha, haben wir vor? Die Mühle. Die Mühle? Okay. Ey, wo sind denn da eure Eltern? Ich schlachte euch. So, was haben wir denn hier so drin hier? Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Der Rest kann auch wieder in den Müll. Mülleimer auf. Was kommt rein? Der Bogen und die Pfeile. Braucht kein Schwein. So. Minecraft-Zeit, die geht immer so herum, ey. Ja, leider. Ich wollte zwei Pferde züchten eigentlich heute. Dazu komme ich schon gar nicht mehr. Zwischen Ernten wollte ich auch noch. Komme ich auch nicht mehr groß dazu. Au. Wo ist die Hexe? Ich höre sie doch. Die Hexe, diese Rotzefreche. Ich hab's doch gerade gehört. Ich sehe sie nicht und ich höre sie nur, aber ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Man hört nur dieses rotzefreche Gelachen, ne? Mhm. Aua, ich bin hier unten. Ich hab sie gefunden. Sie ist tot.
Sie hat aber leider nichts gedroppt, das blöde Vieh. Dann macht's es, ne? So, welch mit den Pfeilen brauche ich eh kein Schwein. Ich will ja noch ein bisschen was hier ernten. Eigentlich wollte ich auch heute auch angeln, aber dazu komme ich auch wieder nicht. Aber jetzt einfach viel zu tun. Pech gehabt. Kumpel scheiße zur verkehrten Zeit am verkehrten Ort. So. Ernten. Knochen. Ich brauche 33, um meinen Panzer zu... Oh. Dann bist du ja gezwungen zu kämpfen. So, Hammer. Was ist denn das überhaupt? Ginger, huh? Okay. Lass das! Lass das, habe ich gesagt. So. Oh, es stürmt draußen, man hört es. Ist ernte ich jetzt noch? Ich weiß es noch nicht. Bei uns stürmt es jetzt in echt, ne? Ja. Ein bisschen Süßkartoffeln kann man nochmal mitnehmen. Ist auch immer ganz gut. Ist ernte ich jetzt noch? Kann man hier hinten noch so. Kumba. Oh, Kumbayama. Erstmal Kumbayama. Ich hoffe, dass der warme Stand nicht mal überläuft. Wenn nicht, müssen wir dein System auch mal umbauen. Das wolltest du ja nicht. Du musst dich ja zurechtfinden. Noch Schwiegermutter. Ja. Da haben wir ja wahrscheinlich Ende April auch wieder. So lustig. Boah, hier einfach eine Kiste hin, weil es dann da so reingeht. Kann man ja auch machen. Was kann man jetzt noch ein bisschen ernten? Senf haben wir schon so viel. Ananas haben wir hier. Ja, mal Bohnen. Ich bringe wieder Schätze mit, ja? Wo? Woher? Aus dem Dungeon. Ab ist im Dungeon? Dritte Etage. Ich hab da keine Angst. Da wird seitig. Okay. Pass auf dich auf, nicht, dass du stirbst jetzt, ne? Pass auf mich auf. Pineapple. Bohnen. Möchtest du, dass ich irgendwas besonders ernte, oder ist das egal? Das ist egal. Ich habe ein bisschen was geerntet. Jetzt baue ich doch mal hier draußen meine Truhe hin. Meine Sachen dann ins Haus bringen kann. Weil die Blumensamen haben wir ja alle im Haus, ne? Dann machen wir auch drin die Truhe. Brauchen wir das? Ich bin mir so unentschlossen. Brauchen wir draußen eine Truhe? Nur
Wird man nicht reingehen müssen, oder? Och, ich war nee, nicht unbedingt. Ich ernte noch mal ein bisschen. Was haben wir für tolle Sachen hier, was man ernten kann. Also wenn nicht, müssen wir irgendwann dann das System da drüben mal umbauen bei dir im Lager. Ja, kann man ja auch mal falls machen. Falls das voll läuft, das ist dann, ne? Ja. Nicht, dass es voll läuft und dann irgendwo sonst wo reinkommt, dann müssen wir erweitern. Wäre ja auch schade. Ja, nisch. Oder ist oben und unten nachher was? Kann ja passieren. Ah! Ich weiß nicht, ob du das dann so lustig findest, vielleicht. Bell Pepper, Artischocke und sowas haben wir. Okay. Flupp, ich springe mal einen Zaun. Ha, weil ich's kann. So. Blumensamen. Alles hier rein. Zack. Okay. Was ernte ich jetzt so noch? Was ernte ich jetzt so noch? Bohnen habe ich schon geerntet. Okay, Seaweed Crop, keine Ahnung. Aber kann hier einmal aussehen und eine Märm setzen. Bestimmt Alge oder sowas, dieses Seaweed Crop. Denke ich mal. So. So, es ist Baumwolle, die kann da wachsen. Stört mich nicht. Ja, mal. Ach, Drachenfrucht hatten wir schon gehabt hier. Okay, gut. Bist du für ein Huhn? Weißes. Ein Weißes will ich nicht. Was bist du hier? Kaffee. Spinat. Ja. Tomaten sind immer gut. Tomaten hätte ich mal geerntet. Zwiebeln, ganz wichtig. Jedem sein Zwiebelchen. So, Zwiebeln rein. Und der Rest kommt jetzt hinten wieder rein. So. Das kommt jetzt auch da wieder rein. Sehr schön. So. Amos gibt bald einen Geist auf. Mach bald Pling. So. Feines Hündchen, feines Hündchen. Komm, Platz. Platz. Platz.
Geht doch. So, wir haben goldene Äpfel. Wie haben wir denn davon? Mal 4 Stück. Pferde züchten, ganz wichtig. Dann geht man wieder weg. Dann soll das eigentlich ganz gut klappen. So. Und vier goldene Äpfel verfüttert, aber irgendwie passiert nichts. Ja, auch blöd. Lavendelland, das ist auch schön, ne? Dann soll sie füttern und weggehen, das mache ich doch. Aber irgendwie kommt da nichts Neues bei raus. Ja, wohl nicht. Ach ja. Schwubbel, schwabbel, schwubbel, schwabbel, schwubbel, schwabbel. So. Na, was galoppierst du da oben rum? Oh. Also nur ein bisschen den Kasten saugen. Ach so. Ich auch. Geh mal beiseite. So. Ihr macht doch wieder unsere Felder kaputt hier. Wer? Ach, naja, ich weiß nicht. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Bitte schön. Dann an die Füße. Ja. Aber sein Bumm gefällt mir überhaupt nicht. So. Felder repariert. Erledigt.
Hier ist ein Gegacker los, meine Güte. Ja, irgendwie kommt ja kein Nachwuchs. Ich finde es irgendwie etwas ätzend. Sehr, sehr merkwürdig. Also Pferde züchten ist gar nicht mal so einfach, stelle ich gerade fest. Weißt du das? Ja. Aber gerade standen sie ganz dicht zueinander. Oh, Mistviecher. Müssen auch bestimmten Radius müssen sie auch sein. Das Haus ist, glaube ich, auch nicht drin. Auch sein. Voll im Kopf. Voll in den Kopf. Wir brauchen ja noch ein paar, noch ein bisschen mehr Lampen, glaube ich. Auf den Koppeln. Könnte man vorher sein, aber nicht mal heute. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Ist nämlich bald vorbei, nicht mehr lange. Das heißt, du kannst dich langsam schon mal nicht nach Hause begeben, wenn du möchtest. Bin ich schon. Bist du schon, okay. Ich pack meine Sachen hier kurz nochmal beiseite. Mau, genau, Mau. So Hühnerkeulchen halten nicht lange an, den ruckzuck durch. Weizen kommt bei dir ins Lager, ne? Ja. Nehmen wir schnell diese Gartentruhe. Da haben wir sie ja. Mistvieh. Mistvieh, sag ich, das ist ein Mistvieh. So. Ich glaube, wir sind soweit auf Reihe. Ich auch. Jetzt müssen wir hier vier Slaves haben, genau. Super. Einen Drawer-Controller haben wir gar nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Ja, der hat ganz gut aus. Ja, dann könnten wir doch eigentlich mal Schistowski sagen, ne? Du, so ganz schnell hier wieder hin, ne? Also, zack. Ah, ja. So, werte Freunde, dann war's das für heute. Hat eine Menge Spaß gemacht mit euch und ich sage mal bis zum nächsten Mal, ne? Spätestens am Sonntag, denke ich mal, ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.